Ja, heute ist folgendes Thema, Leute. Ich habe mir gedacht, wir machen eine kleine Unterhaltung. Und zwar heute ausnahmsweise einmal. Warte mal kurz. Achso, muss ich erst wieder auf Fullbild für mich gehen. So, und zwar heute einmal mit Facecam. Allerdings muss ich die Facecam ein bisschen kleiner machen. So in etwa. Das sollte hinhauen. So, es geht nur darum, ich möchte euch heute was in der Switch zeigen. Beziehungsweise möchte heute, wie der Titel schon verrät, euch verraten, warum meiner Meinung nach die Nintendo-Konsole, man sollte vielleicht dazu mal sagen, meiner Meinung nach, aber gut, das muss ich mir vielleicht im Nachhinein anpassen im Titel, sollte man dazu sagen, warum ich das finde, dass die Nintendo-Konsole die einzig wahre Konsole ist, die es gibt. Ihr dürft mir natürlich gerne widersprechen, ihr dürft mir auch gerne über den Mund fahren. Nein, das dürft ihr natürlich nicht, aber ihr dürft mir natürlich gerne widersprechen, falls ihr das nicht so seht. Und ihr dürft mir natürlich auch gerne widersprechen, sollte ich Blödsinn erzählen. Aber da ich normalerweise recht gut darin bin, mich mit Nintendo auszukennen, allerdings bin ich ein ziemlicher Noob, was PlayStation und Xbox angeht, auch wenn ich eine Xbox 360 hier habe und eine PlayStation 2, wobei ich sagen muss, dass die PlayStation 2 hat drei Spiele oder so, die ich da habe, also. Gut. Also, fangen wir an. Punkt Nummer 1. Es gibt unglaublich viele Exklusivtitel für den Nintendo. Und das schon ohne das ganze Mario-Franchise. Denn ich komme mir auf etwa 19 bis 20 Spiele, das habe ich gerade in einem Video nämlich schon versucht, ich komme mir auf mindestens 20 Spiele, die ich rechnen kann, wobei ich jetzt erstmal nur 10 in Angriff nehmen möchte, weil ich vermutlich die Hälfte vergessen werde. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir fangen bei der Tatsache an, dass wir Nintendo Entertainment System und Nintendo Super Nintendo Entertainment System auf der Switch emulieren können. Jetzt heißt natürlich von vielen, das kann ich auch im Computer. Ja, du kannst aber auch fast jedes Spiel, fast, nicht jedes, fast jedes Spiel. Kannst du beim Ding spielen? Kannst du beim also fast jedes. Also, natürlich könnte man das auch auf Computer spielen, ne, weil man das emulieren und so weiter, aber Nintendo bietet es ja sogar freiwillig an auf ihrer Konsole und sogar kostenlos. Vielen Dank für die Unterstützung. Und sogar kostenlos bietet es auf Nintendo an, um herzugehen und quasi sowohl Nintendo Entertainment System als auch Super Nintendo Entertainment System zu emulieren auf PC. Auf der Switch. Also, bei den Exklusivtiteln, was gibt es da bei der PlayStation? Also bei der PlayStation gibt es, glaube ich, diesen komischen Typen Kratos. Ich hab sein Spiel vergessen. Wie heißt das Spiel von Kratos? Ich habe echt vergessen, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, ein Exklusivtitel. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? God of War, glaube ich, hieß es. Oder war das God of War? Ich glaube, God of War war es. Also, da war auf jeden Fall der Fall, dass es, dass es, glaube ich, ein exklusiver PlayStation-Teil ist. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es nicht auch mal irgendwann auf dem Computer gab. Also, es ist folgendermaßen. Auf der Switch gibt es, wie gesagt, um die 20 Exklusivtitel, die es halt wirklich nur für die Nintendo gibt. Da fangen wir jetzt mal ganz einfach bei der Switch an. Bei der Super Nintendo, beim Emulationsspiel von der Super Nintendo fangen wir jetzt mal an. Und gehen uns mal hier die Spiele durch. Das hier ist es jetzt nicht, aber es gibt zum Beispiel Ice Climbers. Das erinnert mich jetzt nur gerade an Fire and Ice. Ups. Das erinnert mich gerade nur an Fire. Achso, man kann übrigens hier auch zu zweit spielen, ne? Online. Also nur mal so am Rande. Oder man kann es auch am Computer, an der Konsole zu zweit spielen. Also man kann es sogar nach zwei Spieler spielen. Na, hier. Funktioniert optimal. Also Ninja Gaiden. Ich weiß nicht, ob Ninja Gaiden auch für die PlayStation 2 oder 1 rausgekommen ist, aber Ninja Gaiden zum Beispiel ist auf jeden Fall ein Spiel, was es auf der Nintendo gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein hier zum Beispiel, ne? Ninja Gaiden. Das ist Ninja Gaiden. Die hier sind beides Ninja Gaiden, die Spiele. Sogar dasselbe Spiel, lol. Wobei das hier ist ein Special anscheinend. Auf jeden Fall das sind auf jeden Fall so Spiele, wo ich halt sage, ne, so, das ist ein schweineschweres Spiel, auf jeden Fall. Ist nicht unbedingt meine Welt, aber das wäre zum Beispiel so eine Sache. So, dann fangen wir natürlich mal auch mit Mario an, ne? Also Mario, ich zähle euch mal die auf, die wir sowieso abhaken können. Das wäre Mario und bei Mario zähle ich
meine Striker Judges, Mike, Marios Golf, Marios Mario Kart natürlich. Und die ganzen anderen Spiele zähle ich als Einzelspiel. Also das ist alles Mario. Dann haben wir natürlich logischerweise Zelda. Dann haben wir, dazu komme ich dann gleich noch, wenn wir weiter runterkommen. Dann haben wir, wartet mal, aus dem Kopf, also na Mario, wir haben Zelda, ganz klar. Wir haben Donkey Kong, wir haben Kirby, Yoshi ist ein eigenes Spiel. Dann haben wir, Donkey Kong haben wir auch schon gehabt. F-Zero X, wobei das ein bisschen unbekannter das ist, aber es gibt es zum Beispiel hier auf der Emulation auch dabei. Das ist hier irgendwo, oder war das auf dem Super Nintendo? Kann sein, dass es auf dem Super Nintendo war. Das war es auch, glaube ich. Genau. Also hier auch, ne, gab es auch schon. Jetzt bin ich natürlich im Weg, ne? Wartet mal. Zack. Ne, hier ist ein Yoshi-Spiel zum Beispiel schon auch ohne Mario gewesen. Und ist schon auf dem NES. Also ja, Mario hat, Yoshi hat definitiv sein eigenes Spielgenre. Das gleiche gilt natürlich auch für Luigi. Haben wir auch. Genau. Das sind auf jeden Fall schon mal einige Spiele. Also wir haben Mario, Zelda, wir haben Donkey Kong, wir haben Yoshi, wir haben Kirby, wir haben F-Zero X. Das wären dann schon 6 Spiele. Also 6 Stück. Ne? Hier sind nochmal Ice Climbers, sind 7. Genau, da gibt es das Ice Climbers noch. Donkey Kong hatten wir. Mal kurz ein bisschen durchswitchen. Wario hat natürlich sein eigenes Spielgenre, ne? Also das kennt man ja auch so aus der Zeit, so Wario und alles. Hat auch zig verschiedene Spiele gehabt. Übrigens, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, aber da müsste ich nachschauen online, ich glaube, die ersten Resident Evil Spiele waren auch exklusiv für die Nintendo. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß, das erste Resident Evil war das in dem Haus. Und das war damals auf der GameCube, gab es das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht mehr, ob das auf der GameCube damals auch wirklich das ein exklusiver Titel war. Der gab es, glaube ich, nämlich später dann auch auf der PlayStation. Ich weiß aber nicht, ob der zur gleichen Zeit rausgekommen ist oder ob der anfangs nur für die PlayStation, für die Xbox, Anfang nur für die GameCube rausgekommen ist und für die PlayStation dann zusätzlich. Keine Ahnung. So. Also, dann haben wir natürlich hier, hätten wir zum Beispiel Metroid. Dürfen wir nicht vergessen, das wären schon 9 Spiele. Metroid. Die Metroid-Reihe, die Super Metroid-Reihe, die Metroid Prime-Reihe, es ist alles. Natürlich muss man dazu sagen, ne, ist alles auch in Smash vertreten. Da hätten wir dann schon das 10. Spiel. Aber Super Smash Bros. Zum Beispiel, auch wenn das alle vereint in einem Spiel, ist es trotzdem ein exklusiver Titel. Mario Party ist hauptsächlich Mario, deswegen ist es Mario-Teil. Aber Super Smash Bros. Zählt dazu nicht. Also sind wir schon bei 10 Spielen. Und das ist jetzt halt wirklich, das sind 10 exklusive Titel auf einer einzigen Konsole. Und wir sind noch lange nicht fertig. Gut, dann hätten wir das hier abgekapselt und wir gehen in den Super Nintendo über. Natürlich haben wir bei Super Nintendo auch die gleichen Spiele, ne? Mario, Donkey Kong, bla, das sind ja die Zugpferde, wie gesagt. Bum, 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 bum. Wie lange machst du noch Drache? Keine Ahnung, ich habe erst angefangen. So, die Donkey Kong-Reihe hatten wir schon. Ach so, was wir jetzt hier nicht dabei haben, weder auf der Switch noch auf den beiden Emulatoren, das wäre zum Beispiel noch, nee, das kann man mittlerweile ja gar nicht mehr sagen. Eigentlich wollte ich jetzt sagen Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, aber das stimmt ja gar nicht. Banjo-Tooie bzw. Banjo-Kazooie gibt es tatsächlich ja für Computer, für die Xbox. Also Banjo-Tooie kam damals ja sogar für die Xbox raus. Es war zwar nicht mehr der ursprüngliche, das ursprüngliche Rätselgame, so wie man es kannte, mit Jump'n'Run-Einlagen, sondern es war tatsächlich ein bisschen anders, aber es gab's. Also es gab's auf jeden Fall. Also das ist... Eigentlich würde ich jetzt tatsächlich trotzdem zu Nintendo-Spielen setzen. Weil es gab ein einziges Spiel auf einer anderen Konsole und davon seit aber her auch nie wieder was. Also... Schwierig. Sehr schwierig, wie man das einsetzen möchte. Also ich würde jetzt fast eigentlich zum Exklusivtitel nehmen. Das könnt ihr mir natürlich gerne in den Kommentaren schreiben oder im Chat schreiben, wie ihr das seht. Dann haben wir hier, wie gesagt, die F-Zero-Reihe. Die gibt es ja auch. Kirby hatten wir auch schon gesagt, oder? Glaube ich. So, Star Fox. Haben wir auch dabei. Star Fox ist auch einer. Yoshi hatten wir auch. So, jetzt sind wir ganz unten. Super Metroid, bla 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 bla. Genau, das sind so diese Spiele aktuell so, ne, die exklusiv für die Nintendo sind. Und das sind jetzt aber alles noch von der Super Nintendo und von der NES.
Wenn wir jetzt hier mal in die Switch übergehen, dann hätten wir Animal Crossing, Exklusivtitel, Splatoon, Exklusivtitel, Pokémon. Die gesamten Pokémon-Spiele müssten, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch Exklusivtitel sein. Dann haben wir weiterhin Luigi. Die gesamte Luigi-Reihe, Luigi's Mansion 1, 2 und 3, sind bloß drei Spiele. Aber es ist eine Luigi-Reihe, es gibt diese Spiele exklusiv nur mit Luigi. Also es ist auch ein komplett anderes Genre. Es ist nicht mal wie sein Bruder Mario mit dem Jump'n'Run und so weiter, sondern es ist ein exklusives Spiel für die Nintendo. Dann hätten wir Pikmin. Pikmin 3, Pikmin 1, Pikmin 2, bla bla bla. Alles exklusive Nintendo-Titel. Gibt es nur für die Nintendo. Das hier ist ein bisschen ein schwierigeres Thema. Animal Crossing haben wir schon gehabt. Stardew Valley ist kein Exklusivtitel, klar. Story of Season ist ein schwieriges Thema, weil Story of Season eigentlich Harvest Moon ist. Und Harvest Moon eigentlich ein Nintendo-exklusives Spiel ist. Aber die Entwickler von Harvest Moon haben sich inzwischen dazu entschieden, von Nintendo wegzugehen. Und ihr Spiel bzw. ihren Spielnamen mitzunehmen. Deswegen hat sich Nintendo nach letztlichen, ich glaube, es gab sogar einen Urheberrechtsstreit wegen des Namens, weil halt die Copyright-Rechte eben bei ich habe den Namen vergessen, bei Neversoft oder wie das heißt, liegen. Und deswegen ist halt das Problem, Story of Season ist halt leider wirklich Harvest Moon ist kein Nintendo-exklusives Spiel mehr. Aber Story of Season ist das, denn Story of Season ist nämlich von Nintendo selbst. Also die haben dieses Mal keinen zweiten Typen dazugeholt, der das entwickelt und so, wie sie bei Harvest Moon hatten oder bei anderen Spielen, sondern es ist ein exklusives Nintendo-Spiel, was auch von Nintendo nicht nur produziert, sondern auch gepublished wird. Splatoon hatten wir, bla 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 bla, die ganzen Pokémon-Titel hatten wir auch. Bayonetta 2. Ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen nicht ein Exklusivtitel ist. Ich glaube, Nintendo hat sich die Rechte an dem Spiel gesichert, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass es ein Exklusivtitel ist. So, das weiß ich also nicht. Bei AOT weiß ich es ebenfalls nicht. An Togitori weiß ich es nicht. Snipperclips ist exklusiv von Nintendo. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt der große Burner. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt so erzählen. Es ist halt so ein kleines Zwischenspiel, was man so zwischendurch spielen kann. Ist halt auch ein Spiel von Nintendo. Kann man auf jeden Fall so lassen, denke ich. Genau, das müsste eigentlich alles sein. Das sind erstmal so die Exklusivtitel. Also wir haben jetzt 15 bis 20 Spiele für... Ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, bei 18 oder so. Und das sind die Exklusivtitel, ne? Die es gibt, so. Und dann muss ich jetzt so sagen, Nintendo, also die Nintendo-Konsole, die lohnt sich halt wirklich, weil halt diese eben, gerade weil es eben diese ganzen Exklusivtitel gibt. Und das sind nur die, und das sind jetzt nur die Spiele, die ich besitze. Das gibt natürlich noch viel, viel mehr. Genau. Und wenn man jetzt das Ganze mal auf die Switch auf die Xbox hochrechnet oder auf die PlayStation, wie viele Titel von der PlayStation exklusiv gibt es? Eins? Zwei? Sorry, aber das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Eine Nintendo-Konsole, wenn man sich holt, hat man grundsätzlich Zugriff auf mindestens 10 der 15 bis 20 Spiele, die exklusiv für Nintendo sind. Mindestens. Bei der Switch, aber bei der Xbox und bei der PlayStation aber nicht. Wenn mir ein Spiel einfallen würde für die Xbox, was exklusiv ist für die Xbox, wäre das zum Beispiel Halo. Gibt es aber am PC. Habe ich am PC, spiele ich am PC, spiele ich auf der Xbox auch, aber ich habe es auch am PC. Also, warum sollte ich mir dafür eine Konsole holen? Es ergibt keinen Sinn. Abgesehen davon ist, glaube ich, der letzte Teil von Halo der Halo 4 Teil bis jetzt gewesen. Es gibt, glaube ich, zwar irgendwann Halo 5 oder soll es geben, aber derzeit ist es Halo 4, den es gibt. Glaube ich, war der letzte, oder? Wartet mal, ich prüfe das mal, bevor ich Scheiße erzähle. Neuester Halo Teil. Wartet mal kurz. Halo. Hier ist die Auflistung. Halo 4, Halo 4 Nightfall, Halo 4 Fallen and Rage. Ja, es gibt kein Halo 5. Ja,
Nee, ich will gar keine Nintendo. Also ich würde schon eine Nintendo-Konsole, ich würde schon eine Nintendo-Partnerschaft nehmen, aber darum geht's mir gar nicht. Es geht mir nur darum, weil halt immer alle so rumheulen, Nintendo ist so scheiße, Nintendo ist so kacke, finde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Nintendo-Konsole ist eine richtig geniale Konsole. Und es gibt auch hier keine Werbung oder Sponsoring, ne? Sonst wäre es ja irgendwo eingeblendet. Muss man ja mittlerweile einblenden auf YouTube. Ist das nicht. Deswegen brauche ich das nicht. So. Ja. Und das ist halt wirklich ein geniales Spiel und eine geniale Story und alles dahinter. Ich würde mich übrigens über Likes freuen, wenn euch das Video gefällt oder der Stream. Und es ist halt richtig geil. Also, wie gesagt, wenn mich jemand fragt, was sie sich für eine Konsole holen sollen, PlayStation oder Xbox, dann sage ich immer, hol dir eine Nintendo. Dann heißt es mir, wieso denn? Naja, wenn du Konsolenspiele von, wenn du Spiele auf der Xbox und der PlayStation spielen willst, kauf dir einen Computer. Wenn du Spiele spielen willst mit Flair, mit Stil, mit einem Wiedererkennungswert, mit einem hier, mit einem Flair, was du auch nach 30 Jahren oder nach fast 40, nach fast 30 Jahren oder fast nach fast 32 Jahren immer noch spielen kannst, ne? Nach 30 Jahren. Wenn du ein Spiel willst, das du nach 30 Jahren immer noch spielen kannst, obwohl es halt im Prinzip ein uraltes Spiel ist. Hier in 96, das ist über 30 Jahre alt. Und das ist halt ein Spiel, das lässt sich immer noch sehen, ne? So. Kein Spielstand, wieso nicht? Hä? Ich hab doch schon mal angefangen. Egal. Achso, das war wahrscheinlich auf dem anderen Ding. Was zum? Das heißt eben Ink. Was soll's? Ach so, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Und schon haben wir halt unseren Link, ne? Und jetzt haben wir halt hier so, können wir jetzt halt schon. Und es ist halt vielleicht wirklich ein uraltes Spiel, aber. Ich finde, das lässt sich auch heute noch super spielen. Das lässt sich super noch sehen. Na, hier labert es jetzt zu. Unser System. Oh, was labert er mich hier zu? So. Dann komm her und nimm dir dieses Schwert. So. Genau, die Welt ist gefährlich. So. Und jetzt haben wir unser Schwert. Können auch schon schießen mit dem Schwert. Haben wir also so gesehen auch schon einen kleinen Shooter? Natürlich nicht, aber. Na, ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt einfach eine Konsole, die sich auch heute noch sehen lassen kann. Und ich finde das halt definitiv. Und ich finde es halt definitiv genial. Ich meine, auch die Mario-Spiele, ja, die lassen sich halt von damals genau wie heute halt noch super sehen. Das habe ich auch irgendwann mal angefangen. Aber, hä? Hat sich auch nicht gespeichert, okay, warum auch immer. Oder war es auch auf dem anderen? Na, also ein typisches Mario-Teil, ein typischer Mario-Teil. Ups, da habe ich vergessen. Ich bin auf der falschen Taste gewesen. Ich war auf A und war kurz verwirrt. Wartet. Oder ist man hier automatisch gerannt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier übrigens der allseits beliebte Trick, ne, den man ja kennt. Aber warte, mu musste ich da. Muss ich da groß sein dafür? Ich musste dafür groß sein. Und jetzt kann ich hier einfach hinterm Ding rumlaufen. Dö, 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 dö. Ich laufe hinter der Map rum. Ja, und wenn man schnell genug war, jetzt bin ich schon wieder raus. Wenn man schnell genug war, konnte man auf die Art und Weise die halbe Map umrennen. Oder sogar überrennen. Na, und das ist halt auch ein Spiel. Es ist halt. Es sieht halt im Prinzip aus wie ein aktuelles Mario, nur halt ein bisschen weniger Pixel. Also deswegen meine ich, das ist halt so ein Spiel auch, das ist halt. Es ist halt was sich sehen lässt, ne? Auch nach so vielen Jahren. Es gibt natürlich auch schlechte Beispiele. Was. Sowas hier ist zum Beispiel ein schlechtes Beispiel. So nach all so viel, nach so vielen Jahren, ne? Also, hä? Einfach ein schlechtes Spiel.
Ja. Aber das hat trotzdem seinen Stil. Also, ne, das ist alles, es hat alles irgendwo seinen Flair auch. Ja, Ice Climbers zum Beispiel, es hat sich, glaube ich, nie durchgesetzt, das Spiel. Metroid, ne? Klassisches Beispiel. Metroid ist halt ein altes Spiel, ne? So. Das ist das erste Metroid gewesen. So, und so ist mal der Metroid früher rumgelaufen. Du bist hochgesprungen. Hier ist der Morphball. Uäh. Au. Wurde ich jetzt getroffen? Also ich glaube, da kam jetzt eine Textbox, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, also das ist halt so ein typisches altes Spiel halt auch, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel die neuere Variante davon spielen will, dann kann man sich zum Beispiel auch, das habe ich vor kurzem jetzt mal wieder angefangen, einfach aus Scheiß. Meine Jugendzeit. Ja, darum sage ich, ey, kauf dir eine Switch, Mann. Das ist eine einfach geile Zeit, Mann. So, hier, wartet, ich weiß sogar, dass es ganz unten ist. Hier, Super Metroid einfach. YOLO. Ja, also, man kann das Spiel super zocken. Das ist ein super geniales Game. Auf all die Zeit. Bitte sag mir, das hat gespeichert. Das hat gespeichert. 12 Minuten? Ich habe doch mehr als 12 Minuten gespielt. Hey? So, hier. Es ist im Prinzip jetzt dasselbe Spiel. Ich bin jetzt schon ein bisschen. Ich bin jetzt schon ein paar Szenen weiter. Aber das ist halt so. Na, so sieht es. So sah jetzt das Spiel in der. In der Super Nintendo-Zeit aus und man sieht, das hat sich definitiv weit entwickelt zu dem damaligen Zeitpunkt. Warte, jetzt habe ich die falsche Taste im Kopf zum Schießen. Und da kann man auf jeden Fall sagen. Aua. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass es halt. Okay, ich bin jetzt gewöhnt, dass ich aus dem Laufen springen kann. Oder habe mich jetzt dazu angestellt. Ja, der da tut mir nix. Jetzt bin ich wieder ganz runtergefallen. Ah, ich bin wieder mal richtig ein Noobie gerade. So. Alter. Boah, heute, ne? Ah, heute habe ich es aber auch. Okay, komm, das ist jetzt aber peinlich, ey. Was zum? Wieso springt der manchmal nicht? Also sie, das ist ja Mädel, ne? Samus ist ja Mädel. Da waren ja alle total geschockt damals, als die dann am. Ich glaube, es war sogar am Ende vom zweiten, also was wir jetzt hier spielen gerade. Und, aua. 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 Ich bleib beim Aua. Und, waren ja alle total geschockt. Was? Samus ist ein Mädchen? Die SNES-Zeit war einfach nur genial, ey. Alter. Alter. Sag mal, stelle ich mich gerade so blöd an oder tue ich nur so? Ey, sag mal. Okay, ich bin gerade echt. Bin gerade echt deppert. Ach so, ich bin doch ein Vollidiot. Ich kann doch einfach so schießen. Ja, ich sage ja gerade, ich bin nicht so fit. Es geht mit den Schultertasten, kann man nach oben und unten ziehen. Ach so, wartet. Ah ja. 5. Der Morphball. Morphball-Bombs.
Alter, ich werde gleich verrecken. Oh, ach Mann. Alter. Natürlich, Alter, 10 Sekunden vom Live. Ne, ist egal, ne? Ich wollte jetzt hier nichts zocken oder so. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. So, das ist halt. Es ist ein Spiel, das kann man auch nach Jahrzehnten noch spielen. Es schaut nach Jahrzehnten noch gut aus. Und es ist einfach eine Sache, wo ich sagen muss, das ist einfach ein Spielerlebnis, was man einfach haben muss, was man einfach sollte. Wenn man sich als Gamer bezeichnet, sollte man solche Spiele mal gespielt haben und solche Spiele auch spielen. Und deswegen sage ich ganz deutlich, es ist einfach ein Spiel oder eine Spielzeit. Man muss diese Spiele respektieren, weil sowohl ein Metroid, es gab ein Metroid lange vor Halo. Und es gibt auch andere Spiele, die gute Beispiele sind. Es gibt zum Beispiel Harvest Moon, ist so eines der ersten Farming-Games gewesen eigentlich. Oder Zelda ist so eines der ersten Adventure-Games gewesen eigentlich, ne? Und Mario ist so der erste Jumpman. Also Mario war ja ursprünglich, war ja Mario Jumpman, ne? Also so das erste Donkey Kong. Das hätten wir ja auch zum Beispiel hier. Wollen wir auch mal kurz zeigen, wenn wir schon dabei sind, so. Aber ich sag gleich, da, dann bin ich Nubi. Aber ich bin ja grundsätzlich so ein Nubi in Dingern. Ne? Wartet mal, ich hatte jetzt vorhin irgendwo gesehen. Hier, Donkey Kong Junior? Nee. Donkey Kong 3? Nee, dann ist es weiter unten. Es war irgendwo hier, irgendwo in der Reihe. Bin ich schon dran vorbei? Bin schon dran vorbei. Ach, das ist dreimal drin mit verschiedenen. Okay. Das habe ich mich verloren, als ich betan vorhin. Super Mario Bros. The Lost Level zum Beispiel gab es hier auch. Oder, Donkey Kong Junior war nicht der erste Teil, oder? Das ist Donkey Kong 3? War das echt so weit oben? Okay, das ist auch nicht. Vielleicht ist Donkey Kong 1 auch gar nicht dabei. Oder ich übersehe es jetzt die ganze Zeit. Ich hab das doch gerade gesehen noch, oder spinne ich jetzt? Eigentlich bin ich sicher, ich hatte es gerade gesehen. Ach hier, Donkey Kong, natürlich, ich hab doch gewusst, ich hab's gesehen. So, und hier zum Beispiel, ne? Von 81, das ist sogar älter als das erste Zelda. Und da war das aber, da war es aber nicht Mario, sondern Jumpman. Ne? Hier. Na, ja, so viel zu dem Thema. Ich wollte eigentlich nur ausprobieren, wie ich springe. Aber das ist halt das erste Donkey Kong gewesen, ne? So. Und da ist man halt dann hochgelaufen. Das ist übrigens besser, wenn man mehr die Dings spielt. Zack. Na. So. Mist, da war ich zu spät. Aber das sind zum Beispiel Spiele, in denen gab es Muster, nach welchen man sich bewegen konnte. Und wenn man diese Muster gesehen hat, dann ist man einfach durchgerannt und hat man einfach voll die Power gehabt, so. Jedenfalls ist es so, dass ich halt wirklich, ich kann halt die Nintendo nur empfehlen, schon allein wegen den ganzen Exklusivtiteln. Außerdem sind es halt zum Teil einfach Kindheitserinnerungen, zumindest für mich. Und was vielleicht auch ein Pluspunkt ist für die Leute unter euch, die schon Kinder haben, es ist eine Konsole, mit der man tatsächlich viele Spiele auch mit seinen Kindern spielen kann. Von Pokémon über
Splatoon ist zum Beispiel ein Spiel, das kann man mit seinen Kindern spielen, so, ne? Sich gegenseitig mit Farbe abballern, ist doch witzig. Oder natürlich auch Pokémon Snap und generell so Spiele wie Mario Party und Mario Kart. Das sind so typische Spiele, die man mit seinen Kindern spielen kann. Jetzt, wo ich erwachsen bin, es sind halt keine brutalen Spiele, auch Super Smash Bros. Es sind keine brutalen Spiele, die halt immer auf Splatter-Effekte und Blut und alles spritzen und sonstiges Zeug. Oder wenn man ein bisschen was denken will, haben wir hier zum Beispiel Snipperclips. Und jetzt haben wir zum Beispiel Dr. Kurishimas Gehirnjogging noch gar nicht. Und vieles andere nicht. Aber wie gesagt, das sind halt einfach so Spiele, die kann man halt mit seinen Kindern mal spielen, ne? Und wenn man auch so. Und Nintendo hat halt auch noch Spiele für körperliche Aktivitäten, ne? Da gibt es so verschiedene Körperspiele, ne? Wie Fit und so weiter gab es damals. War auch exklusiv für Nintendo, wenn man sich für sowas interessiert. Für mich war das natürlich nichts. Aber sowas meine ich halt, wisst ihr? Das ist halt sowas Exklusives, was man sagen kann. Das ist es. Da kann man sich hinsetzen und sagen, das ist es. Deswegen ist Nintendo meiner Meinung nach die beste Konsole, die man sich holen kann. Das ist es. Und dann ganz ehrlich, dann würde ich echt sagen, holt euch eine Nintendo. Weil besser geht's nicht. Es geht nicht besser. Ihr könnt euch keine Konsole holen, die da besser ist als die Nintendo, weil es halt einfach keine Konsole gibt, die Spiele hat, die es exklusiv nur für die Konsole gibt. Bis auf vielleicht, also bei der PlayStation fällt mir jetzt ein Spiel ein, vorausgesetzt, das gibt es überhaupt noch. Ich weiß nicht, ob die Reihe mittlerweile durch ist. Und das weiß ich auch nur dank einem Zuschauer im Stream, den wir mal hatten. Das wäre zum Beispiel, wie heißt das Spiel mit Kratos? Ich kenne bloß seinen Namen, weil ich den Namen kenne. Das ist ein geiler Satz. Ach, wie heißt das Spiel? God of War, glaube ich, heißt es. Oder war das God of War? Sag mal, stelle ich mich gerade so blöd an oder tue ich nur so? Sag mal. Okay, ich bin gerade echt deppert. Ach so, ich bin doch ein Vollidiot.